Um eine trigonometrische Gleichung zu lösen, führt man sie immer auf trigonometrische Grundgleichungen zurück. Die trigonometrischen Grundgleichungen sind Sin gleich Sin, Cos gleich Cos und Tangens gleich Tangens. Wie man solche Grundgleichungen löst, wird im Tutorial D5.029 im Detail erklärt. Um diese trigonometrische Gleichung zu lösen, gibt es mehrere Verfahren. Man kann zum Beispiel dieses 2 Cosinus Quadrat von x durch diese Formel von Carnot ersetzen durch 1 plus Cosinus 2x. Machen wir das, und so sehen wir, dass diese 1 mit dieser minus 1 verschwindet, und so haben wir sofort diese Grundgleichung Cos gleich Cos. Diese Grundgleichung wird so gelöst. Wir deuten, Cosinus vom ersten Winkel ist Cosinus vom zweiten Winkel, dann und genau dann, wenn der erste Winkel gleich ist zu plus minus den zweiten Winkel plus k mal 2pi, wo k eine ganze Zahl kennzeichnet. Wir werden diese Lösungen sofort hier einbauen und finden somit, dass der erste Winkel 2x gleich ist zu plus minus den zweiten Winkel x plus 2 mal kpi, wo k eine ganze Zahl darstellt. Wir haben hier also zwei Kategorien, die einen mit Plus, die anderen mit Minus. Also zerlegen wir das in diese zwei Möglichkeiten. Zuerst die mit Plus. Dieses x setzen wir dann links rüber. Dann steht links 2x minus x, also x. Und rechts steht nur noch 2kpi. Jetzt die andere Möglichkeit mit Minus. Hier steht dann minus x. Dieses minus x setzen wir links rüber, das wird dazu plus x. 2x plus x, das macht 3x. Diese 3 setzen wir rechts rüber, wo sie teilen wird. Und so erhalten wir x gleich 2kpi Drittel. Diese Lösungen zeichnen wir alle in den trigonometrischen Kreis ein und stellen dadurch fest, dass wir sie kürzer fassen können als so, denn der Winkel 2kpi, das ist hier, der ist automatisch in diesen Winkeln enthalten. Also können wir die Lösungsmenge etwas kürzer schreiben als so. Die Lösungsmenge, das ist die Menge aller Winkel 2kpi Drittel, so dass k eine ganze Zahl darstellt. Das ist die Lösungsmenge von dieser trigonometrischen Gleichung und die Übung ist somit beendet.